wieder mit dem Hightech-Talk hier bei Gamesports.de. Neben mir ist jetzt El Camino. Und ja, ich wollte mal wissen von dir ein paar Tipps, was macht man so als Zeit-Effi? Also das ist ein ganz übles Gerücht hier, dass wir diese Pferde hier von Gesichtsausweis ist. Ist doch der El Camino, oder? Nein, ich bin der Feier.de. Ja. Hättest du mir gleich aufhalten müssen eigentlich. Ich bin seit gestern MTW, also. Achso, ich bin jetzt neu. Unabhängige Streitkämpfer. Hier von SKW. Ansonsten, wie rechnest du dir deine Chancen aus, Andrew reden kannst oder wie du noch gleich hast? Also den Kugelknoll, wenn ich jetzt ernsthaft antworten soll, ich weiß nicht, wie ernsthaft das hier ist. Der ist hier ernsthaft der Journalismus. Ja? Du musst übrigens immer ins Mikro verstehen. Also ja, aber das ist doch kaputt, das habe ich doch schon gesehen. Ja, das funktioniert. Vertrau mir. Ja, okay, dann vertraue ich dir jetzt einfach. Ja, den Kugelknoll, ja, wird schwer, aber ich denke mal, so stark ist er nicht und das packt er schon. Du als Night Elf kannst natürlich auch da die Imbalance. Ja, ich muss einfach nur, das hat mir Freezer von erklärt, wie er seinen Night Elf schief gelegt hat. Er hat halt einfach den Diamant auf W gelegt, den Mana Burn auf W und den Spawn auf W. Und das hat er gemeint, das reicht. Also man braucht nur eins nur am Tasten als Night Elf. Ja, also man braucht eigentlich nur eine. Ja, die B-Taste. Ja, kommt auf einmal, wo es hingeht. Also ist aber beliebig. Was würdest du als Gegenstrategie machen, wenn man die B-Taste auftaucht? Bei ihm? Bei wem? Bei ihm, bei Freezer zum Beispiel. Falls du auf Freezer dann im Overall Final Spot willst. Der ist natürlich der Favorit hier, muss man ganz klar sagen. Dann spiele ich einfach Human Tower ihn, würde ich sagen. Gut. Das war es auch schon mit dem kleinen Interview hier auf Gamespots.de mit dem Hightech-Blog. Der Paddy und ich, wir trinken jetzt noch Sojamilch und melden uns dann ab. Das war SK Hans. Keine Ahnung.